Herzlich willkommen zum Tutorial, wie man sich bei PayPal ein Konto eröffnet. Um ein Privatkonto bei PayPal zu eröffnen, müssen wir uns über die Webseite registrieren. Die URL lautet www.paypal.com/de. Bei Privatkonto klick auf Konto erstellen. Im ersten Schritt müssen wir das Land auswählen, Vor- und Nachname sowie eine E-Mail-Adresse eingeben, ein gutes Passwort festlegen, Passwort bestätigen und klick auf Weiter. Bei der Sicherheitsfrage bestätigen, dass wir kein Roboter sind, also ein Häkchen setzen. Im zweiten Schritt müssen wir zusätzlich eine Handynummer, die komplette Adresse sowie unser Geburtsdatum hinzufügen. Hier werden wir gefragt, was wir als nächstes vorhaben: mit PayPal bezahlen oder zweite Option Geld senden. In unserem Beispiel Option 1, also Klick auf Kommensal, beginnen. Jetzt müssen wir unserem PayPal-Konto eine Kreditkarte zuordnen bzw. hinzufügen. Kreditkartennummer eingeben, Gültigkeit und der CSC-Code. Klick auf Vincula Tarjeta, also mit Kreditkarte verknüpfen. Weiter unten hätten wir die Möglichkeit, unser PayPal-Konto mit unserem Bankkonto zu verbinden. Und voilà, das PayPal-Konto ist erstellt. Des Weiteren müssen wir noch zu unserem E-Mail-Konto gehen, um die von uns bei PayPal angegebene E-Mail-Adresse zu bestätigen. Zu bestätigen haben wir auch unsere Handynummer. Mit Klick auf Obtener Código, also Code erhalten, bekommen wir einen Code von PayPal auf unser Handy geschickt. Diesen dann in ein dafür bestimmtes Feld eingeben und das war's auch schon. Unser PayPal-Konto via Kreditkarte ist erstellt.